Hey Leute, willkommen zurück bei einem neuen Video hier bei Longboarding Germany. Und wie ihr seht, war wieder ein riesen Paket in der Post von Concrete Wave. Wir haben ja im letzten Video, was hier oben in der Ecke verlinkt ist, ja schon ein Video gemacht, wie ihr euch selbst ein Board zusammenstellen könnt auf der Website von Concrete Wave. Die ganze Sache ist auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Ja, und nun ist das Paket schon da. Das ging wirklich super schnell. Also wir hatten uns ja vor 2-3 Tagen haben wir uns das erst zusammengestellt, bestellt und schon ist es hier vor mir. Und heute ist es Zeit, das Ganze zu unboxen. Also, jetzt wollen wir auch nicht mehr lange um den heißen Brei herumreden, sondern packen das Baby hier mal aus und gucken mal, was drin ist. So, heute mal ein bisschen besser vorbereitet, mit Cuttermesser sogar, nicht mit irgendeinem stümperhaften Messer, was dann auf halbem Weg zerbricht, hoffe ich zumindest. Und fangen an, das hier aufzuschneiden. Das ganze Ding hat ja insgesamt, dann habt ihr auch im letzten Video schon gesehen, einen Gesamtpreis von etwa 320 Euro gehabt. Also wirklich geile Ware, die uns jetzt hier erwartet sozusagen. Und wir gucken mal, ob auch alles drin ist. Das ist immer der beste Moment im Skaten und bei eigentlich allem die Pakete auszupacken. So, erstmal ein Haufen Papier natürlich, damit nichts beschädigt wird. Ist gar nichts drin, nur Papier. So. Und noch mehr Papier. Da ist es schon mal. Hier versteckt sich das Deck drinne. So, und weiter geht's. Oh, ist wirklich sehr gut eingepackt. Also gut, dass ich mir dieses Mal ein Cuttermesser besorgt habe. Das war auch wirklich ein Deck, was ich mir jetzt schon lange gewünscht hatte und war ziemlich froh, als ich gesehen habe, dass es bei Concrete Wave auch wieder verfügbar war. Da haben wir dann praktisch sofort zuschlagen müssen. So, der Moment ist gekommen. Ich denke, ich bin soweit und kann es jetzt endlich mal sehen. Wie Weihnachten hier. Und hier ist es auch schon. Herrlich, ein wunderschönes Deck. Und das ganze Zeug pappt hier hinten dran. Sehr geil verpackt. Oh, herrlich, wenn ich das alles sehe, die ganzen Farben. Geil. So, also auf zu den letzten Schritten. So, wir haben jetzt das Ganze hier in allen Einzelteilen bekommen. Also wir haben uns ja gleich das Complete bestellt, alles was man braucht für ein Longboard. Man könnte auch den Montageservice nutzen, dass das praktisch gleich von Concrete Wave zusammengebaut wird und dann hier ankommt. Generell ist bei Concrete Wave immer gleich die ganzen Kleinteile, wenn man sich so ein Complete kauft, ist dann immer gratis mit dabei. Also Schrauben und so müsst ihr nicht extra zahlen. Das übernehmen die dann, also super Sache wirklich. Und ja, hier sind die ganzen Kleinteile. Super geil. Ich bin hyped. Einmal die schicken Bolzen Trucks in grün. Ja, das ist praktisch die Hausmarke von Concrete Wave. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie die sich fahren. Natürlich das Ganze zweimal. Dann hier unverpackt schöne Rain Envies. Die neue Auflage, bin ich auch sehr gespannt. Ich habe die Envies ja schon mal gefahren. Gibt es auch ein Review tatsächlich dazu. Aber das sind die neuen. Da ist nochmal ein bisschen was anders von der Optik und von der Mischung. Und da bin ich sehr gespannt, ob sich da groß was ändert. Dann sind hier, wie gesagt, die ganzen Kleinteile drin. Also Shockpads, Schrauben, Muttern, alles, was ihr so zum Zusammenbauen braucht. Das, wie gesagt, gratis dazu bekommen. Super. Oh, dann hier sogar nochmal cooles Skate-Magazin. Auch sehr geil. Finde ich immer cool, wenn die noch mal was dazu packen, was so abseits von der Bestellung ist. So, da freut man sich immer drüber. Das sind so die kleinen Dinge. Dann extra dazu auch noch mal Wishes Grip Tape. Das ist besonders rau, deswegen wollte ich das noch haben. Und natürlich das Wichtigste an der ganzen Bestellung, das Deck. Oh yeah. Oh, es ist wirklich wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Oh, geil. Also hier das Prism Theory Version 2. Hier seht ihr die Grafik. Ein paar schöne Flaschen.
Hat natürlich ein richtig geiles Concave, wie ihr seht hier. Und hier auch nochmal schöne Drops. Das heißt, man ist auch nochmal ein bisschen tiefer. Das hat mich ja jetzt bei dem Rain ein bisschen, naja, nicht gestört, aber ich wollte auch nochmal ein bisschen tiefer fahren. Oh ja, habe ich richtig Bock drauf, auf jeden Fall das Ganze zusammenzubauen. Oh, sieht so schön fresh aus. Geil. Ja, und dann haben wir hier auch schon alles, was wir brauchen, sozusagen auf einem Haufen. Das ist das schönste Gefühl, was es gibt gerade. Sehr schön. Und ja, damit haben wir auch schon alles geunboxt, was im Paket drin war. So, wie gesagt, kommt demnächst dann das Video, wo wir die ganzen einzelnen Komponenten zusammenbauen. Deswegen haben wir sie ja so einzeln liegen. Das heißt, ihr wisst dann auch, wenn ihr euch mal selber ein Board zusammenstellen wollt, ja, wie ihr da vorgehen müsst. Also schaut auf jeden Fall dann im nächsten Video rein. Außerdem kommt zu den Bolzentrucks hier dann nochmal ein richtig ausführliches Review. Ja, weil die Achsen ja doch nochmal sehr viel am Fahrverhalten ändern. Und vor allem ist das, wie gesagt, die Hausmarke von Concrete Wave. Also da wollen wir auch nochmal euch das Ganze praktisch nur vorstellen. So, wenn ihr jetzt auch vorhabt, euch ein Board selber zusammenzustellen, ein Board zu kaufen, wir sagen ja immer, ihr sollt wirklich euch am besten selber eins zusammenstellen, keine Komplizen kaufen, weil dann könnt ihr es einfach auf euch persönlich abstimmen. Dann guckt auf jeden Fall unten nochmal auf den Link in der Beschreibung zum Concrete Wave Shop. Da könnt ihr das Ganze super einfach machen mit dem Montageservice. Vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr Videos sehen wollt und vor allem, wie wir das Baby hier zusammenbasteln. Außerdem checkt auch unser Instagram aus, longboarding.germany heißen wir da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!